Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar habe ich ja vor 2 Wochen angefangen, meinen, ich sag mal, Gaming Room einzurichten. Und ein paar Leute von euch wollten ja, dass ich dann ein Video dazu mache, weil ich ja vor 2 Wochen auch danach gefragt habe, ob das jemand interessiert. Und ein paar von euch hat es dann ja doch interessiert. Und deswegen zeige ich hier euch mal einen kurzen Einblick mit, wie sieht's jetzt aus, was hat sich getan in den letzten 2 Wochen. Und zwar, wie ihr jetzt sehen könnt in den Bildern, was im Hintergrund läuft, also laufen, war das eine ziemliche Katastrophe, wie es dort aussah. Es war ziemlich viel Spielzeug von meiner kleinen Schwester, also ziemlich viel altes Spielzeug. Es waren viele Modellflugzeuge, Hubschrauber und Autos von meinem Vater und es war einfach nur ein Lager für alles. Und da habe ich jetzt 2 Wochen lang gebraucht, um den ganzen Sperrmüll von dem Nicht-Sperrmüll zu trennen. Also was kann man davon entfernen, was nicht. Habe das andere alles verstaut, ausgeräumt, die Möbeln abgebaut, also alles bis auf den einen Tisch, aber das zeige ich euch dann. Beziehungsweise ich werde euch einfach jetzt die Bilder hier zeigen und dann ein Video dazu, das werde ich dann halt noch aufnehmen, wie ihr dann, also wo ihr dann sehen könnt, wie es jetzt aussieht. So, da gehen wir dann auch schon im Keller. Sorry gleich, wenn es etwas halt, aber das ist halt so im leeren Raum. Wie ihr sehen könnt, ist eigentlich schon alles draußen, beziehungsweise alles raus, was draußen sein soll. Nur der Tisch und die Barhocker bleiben hier drin, so wie die Bar auch, weil ich die Bar einfach nice finde und den Tisch gerne dann als Schreibtisch verwenden würde. Und zwar erkläre ich euch jetzt etwa, wie ich mir das vorstelle. Und zwar die Möbel, also dieser Tisch, würde ich dann den Schreibtisch in diese Ecke stellen, mit meinem anderen Schreibtisch, den ich jetzt in meinem Zimmer oben stehen habe. Die werde ich halt dann so in L-Form in die Ecke stellen, einen auf diese Wand und einen auf diese Wand. Also davor müsste ich halt noch ausmalen. Da habe ich mir 2 Bilder bearbeitet, um mir das halt bildlich besser vorstellen zu können, wie ich das ausmalen würde. Die könnte ich halt jetzt auch einfügen. Und könnt ihr mir halt mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dieser Farbenkombination sagt oder wie ihr sie findet. Ich sehe, darf ich mich nicht zu schnell drehen, beziehungsweise die Kamera tut sich schwer auf der weißen Wand den Fokus zu finden. Aber egal. So, hier in diese Ecke würde ich halt gerne, sag ich mal, eine Sofa-Garnitur hinstellen. Eine kleine mit Bettfunktion, da könnte man hier unten zum Notfall auch pennen. Hier oben hätte ich einen Fernsehanschluss, da könnte ich mir noch einen Fernseher in die Ecke hängen. Und ja, bei dem Schreibtisch selber hätte ich gesagt, dass ich mit dem PC und dem Monitor so auf diese Wand stelle. Dahinter könnte ich dann auch noch 2 Softboxen hinstellen für zukünftige Facecam-Aufnahmen zu den Gameplays oder so generell für die Videos. War auch im Überlegen, ob ich hinten einen Greenscreen machen würde, aber das geht nicht. Weil wie ihr sehen könnt, ist ja halt hier eigentlich eine Türe. Dahinter befindet sich ja die Poolpumpe für uns im Haus und da ist halt dieser schwarze Streifen. Und der hätte man halt auch in der Greenscreen-Aufnahme, beziehungsweise wenn ich hier grün streichen würde, geht das dann nicht weg. Was war noch? Ja, ich war auch am Überlegen, ob ich mir dann hier noch einen dritten Schreibtisch hinstellen soll. Für Gäste sozusagen, wenn hier jemand mitzocken will mit mir. Oder ob ich hier dann nicht zum Beispiel, hier steht auch ein Stativ, dann die 2 Softboxen hier hinstellen könnte und dann mit der Kamera vielleicht hier auch so mal so das eine oder andere Video drehen kann. Bei der Bar selber hätte ich eigentlich nichts verändert, bis auf die Akkus von meinem Vater, die gehören halt noch alle weg. Aber die kann man ja nicht einfach so entsorgen. Die müsste man halt noch kontrollieren, welche funktionieren, welche nicht. Und der eine oder andere könnte sogar noch geladen sein. Dann sollte man entladen. Und ich sehe sogar dieser eine da oben. Der sieht etwas aufgebläht aus. Der sieht nicht gut aus. Ansonsten, ja, einen Teppich würde ich halt noch reinlegen, weil die Fliesen etwas kalt sind. Oder sonst. Ja, ihr könnt mir auch noch in die Kommentare schreiben, was ihr halt
jetzt da noch so ändern würde, beziehungsweise was sie da noch reinmachen oder reinstellen würde, also gerne an Möbeln. Lampen kommen ja noch andere rauf. Da kommt dann halt auch noch diese Platte, was hier unten steht, als Abdeckung rauf. Diese hier. Weil sonst müsste ich halt, da ist noch ein Kabel nur so halb verputzt. Das müsste ich im Abend dann halt aufstemmen, neu verkabeln und verputzen. Ja, die Lampen habe ich hier auch schon abmontiert. Da waren ja, hier hing ein Luster. Und hier hing diese eine, was da unten ist. Da habe ich halt dabei abmontiert, weil ich mir andere Lampen holen will. Beziehungsweise den Luster musste ich hergeben oder wollte ich auch nicht. Weil der hing so tief, dass man jedes Mal, wenn man hier zum Beispiel vom Schreibtisch aufstehen würde, sich hier den Kopf anhauen würde. Weil der einfach zu tief hang und außerdem sah der scheußlich aus. Und ja. Das war's dann auch eigentlich dazu. Wie gesagt, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr halt noch so ändern, also beziehungsweise was ihr noch in diesen Raum einstellen würdet, weil ich habe ja eigentlich noch Platz. Jede Menge sogar, fällt mir gerade auf. Und ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann sage ich euch vielleicht ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.